Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen in der C42B. Ich bin hier am Flugplatz in Aschaffenburg, denn ich habe mich hier mit dem Frank getroffen und mit dem David. Der David ist vor mir in der Cessna 172, auch noch ein Freund dabei. Und der David ist ATPL-Pilot und er hat uns gefragt, ob wir denn nicht mehr Lust hätten, in der kleinen Formation die Kontrollzone Frankfurt zu durchfliegen. Na klar, haben wir dazu Lust. Da gibt es so eine bestimmte Route durch Frankfurt entlang und die werden wir heute fliegen. Das Ganze machen wir in Formation. Der David macht natürlich vorneweg die Nummer 1. Ich mache an seiner linken Fläche die Nummer 2 und der Frank fliegt als Nummer 3 an der rechten Fläche. Ja, und nachdem wir dann die Kontrollzone Frankfurt durchquert haben, mich zurück nach Worms. Der David macht auch den ganzen Funk mit dem Frankfurter Tower. Wir müssen nur zuhören und darauf achten, wo er hinfliegt. Und in der Formation bleiben, in einer engen Formation. Du, ihr sagt, wenn ihr soweit seid, ja? Ich bin soweit. Die 3 ist auch soweit. Ja, guck mal, Bravo, Römer, wir rollen auf die Piste und starten. Na dann, der Wind aus Südwest mit 7 bis 11 Knoten. Bravo, Römer. Immer schön im Blickfeld haben, ich bin jetzt direkt an seiner Fläche. Bleiben jetzt auch. Da kommt der Frank. So, Frankfurt Tower 1187 macht 0, da hören wir zu. We are now just north of the field of Aschaffenburg, 1,500 feet inbound for the Skippy routing, and yeah. Delta Echo Mike, Bravo November, hello. QNH 1012, runway 25, squawk 4447. 1012, runway 25 and 4447, Delta Echo Mike, Bravo November, formation. Frankfurt Tower, da soll man auf Englisch funken. Und wir dürfen jetzt die sogenannte Skippy-Route, wie ihr gehört habt, fliegen. Delta Bravo November, identified in the control zone along the Skippy routing, not above 1500 feet. Delta Mike, Bravo November formation along the Skippy routing, not above 1500 feet. And by any chance later on low approach to the case November. Roger, call you back. So, dann muss man sich wirklich konzentrieren, dass man bei der Formation wirklich auch an seiner Position bleibt. Weil wir fliegen auch eine enge Formation. Delta Bravo November for mich, I can offer you a low approach runway 25 left. Yeah, we can accept that. Delta Bravo November for mich, Roger, make now direct approach runway 25 left. Okay. Now direct. Delta Echo Mike, Bravo November, Formation. Ihr habt's gehört, wir machen einen Low Approach auf der 25 Left.
das Stadion von Offenbach rüber. So, mal sehen, was ich alles entdecke. Ich muss jetzt wirklich hier aufs Fliegen konzentrieren. Formation zu halten ist nicht so einfach. Ich fliege gleich in die Kontrollzone ein. Ich fliege direkt auf die Pisten zu. Exam Remember Formation Long Final 25 Left and after request right turn opposite Skippy 28 Offenbach. Remember Formation Roger, after the approach. Right turn approved to join Skippy Routing and now FF Control was approved. Also, Mike Bravo Roma, formation after low approach, 25 left, we make a right turn, opposite skip routing to the gate Offenbach. And to confirm, clear low approach, 25 left. Delta Bravo November, wind 190 degrees, gate north, 25 left, clear low approach. Clear low approach, 25 left, Delta Echo Mike Bravo November, formation. Auf der 1, 2, 2, 5, 5, 5. Ist alles gut bei euch? Alles gut, Nummer 2. Nummer 3, alles bestens, danke. Delta Bravo November, Traffic Information ist Airbus 319, departing now on the 25 Center, just in case, caution Victor, that's... Copy that, we have that lining up traffic inside, Echo Mike Brown on another formation. Ja, wenn wir jetzt anfliegen würden, wir haben viermal rot, wir wären zu tief. So, da rechts, Frankfurter Waldstadion. Von der Eintracht. Aber ich sage, ich bin ganz schön nervös und aufgeregt. Habe noch nie einen Low-Coach in Frankfurt gemacht. Schon auf vielen anderen Flughäfen. Karlsruhe, Saarbrücken, Hahn. Aber Frankfurt ist halt nochmal eine andere Nummer, ne? Meine Fresse, sieht das riesig aus. Stuttgart bin ich auch schon gelandet. Aber das hier, wow. Ich bin gerade richtig geflasht. So, da unten ist noch ein DOA. Also dritt sind wir vielleicht genauso groß wie ein Airbus. Von der Spannweite. Ah, hier geht's jetzt von der Waldkante. Wir sind noch zu tief eigentlich. Höher gehen. Oh. Ich fliege über den Frankfurter Flughafen. Wie geil ist das denn? Und low, richtig low. Schaut euch das an. Volle Pistenbeleuchtung. Hier links wird Terminal 3 gebaut. Barbara Formation braucht ihr eine Early Ride? Delta Bravo November is able, ja. Turning right now, Delta Echo Mike Bravo November Formation.
Und jetzt können wir schön quer drüber. Und langsam, 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 langsam. Da winkt er. Wie geil. Wow, das war jetzt ein Erlebnis, ne? Du hast weit noch hier links gehabt. Und jetzt auf die Skyline von Frankfurt zu. Wie genial ist das denn? Delta Bravo November Formation, Lead Control Zone along the Skippy Routing to the east. Guck dir das an hier links. Genial, Frankfurt. Wie der Skyline. Ha. Ja, bisschen Abstand halten. Schau geil, ETP hier links. Schaut euch das an, genial. Ach schade, dass ich noch heute nicht jemanden dabei habe, der noch hätte Bilder machen können. Mega geil. Absolut. So, jetzt bin ich auch da. Na, wie war's, Jungs? Nerven aufreiben. Geil. Jawohl, Transponder wieder anschalten. Ich gehe ein bisschen runter und nach rechts weg. Vielleicht, Franco, bist du hinter mir, ne? Ja, ich ziehe jetzt vor dir rechts weg und dann gehe ich nach Süden. Alles klar. Franke, Uli, macht's gut, ihr beiden. Tschö. Ciao, David, vielen Dank. David, geile Nummer, wir hören uns, bis bald, ciao. Ja, das war doch mal ein wirklich tolles Erlebnis, ein Low-Approach mit dem OL in Frankfurt zu machen. Das geht, glaube ich, nur wirklich in Formation, wenn man da einen erfahrenen Piloten vorne herfliegen hat. Und Flughafen, so wie jetzt gerade, auch wenig los ist. Hat super geklappt. Bin begeistert. Okay, jetzt geht's wieder zurück nach Worms. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch bei diesem Flug wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Uli. Ciao. So, und jetzt genießen wir noch ein bisschen den Flug zurück nach Worms.